Kann man sich kaum vorstellen, denn die Hilfe der Türkei, die ist ja schon gestern angelaufen und kommt jetzt so langsam in Libyen an. Aber gestern war auch das Ausmaß ja noch gar nicht bekannt dieser Katastrophe. Und deshalb hat die UN, also die Vereinten Nationen, haben die internationale Gemeinschaft schon aufgefordert, Hilfe zu leisten. Die EU hat auch Hilfe bereits angeboten, auch Deutschland dabei. Kanzler Scholz hat sich bereit gezeigt, abzusprechen, zu koordinieren, die Hilfe mit der EU, mit der internationalen Gemeinschaft. Aber diese Koordination ist natürlich besonders schwer in einem Land, vor allem jetzt gerade, wo auch noch der Strom und das Internet offenbar in vielen Gebieten ausgefallen ist. Jetzt haben wir gerade in Marokko gelernt, Hilfe wird angeboten, aber manchmal gar nicht angenommen. Wie gehen denn jetzt diese beiden Milizen in Libyen mit diesen Angeboten um? Sind die bemüht, gemeinsam etwas für die betroffenen Menschen in ihrem eigenen Land zu tun? Im Moment zumindest aus, also dass beide Landesteile